Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Krass Torio 2. So, wir haben die Hochleistungsrüstung MK3 fertig geforscht und werden die jetzt natürlich direkt bauen. Aber sowas von direkt. Müssen wir mal kurz gucken. Inventargröße 30 Bonus. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen Platz bekommen hier. Wir müssen hier das Scheißzeug loswerden. Was ist das hier alles? Wozu brauche ich so viel? Auch kein Mensch. Bisschen vielleicht, aber nicht so viel. Hier, die ganzen Karten. Brauche ich nicht. So, jetzt räumen wir die erstmal leer hier. Hä? Hä? Ach, Brennstoffzellen. Okay. Wo drinne hatte ich die denn? Ach, in so einem Generator, oder? Shit, nee, wo war das denn drinne? Tragbarer Kernreaktor, der ist das. Der hat die Brennstoffzellen drinne. Okay, ausziehen. Was brauche ich noch? Diese Steuereinheiten, die haben wir auch hier irgendwo hier. 25 Stück, bitte. Und Attacke. Oh. Tschüss. So, nice. Dann kommt das rein. Und das rein. Tragbarer Fusionsreaktor 3,2 Megawatt. Eigentlich müssen wir uns so ein Ding bauen, ne? Tragbarer Generator. Wollen wir uns so ein Ding bauen? Leichtbauteile 50 Stück. Müssten wir ja eigentlich hier irgendwo rumfliegen haben, oder? Hier. Ach, guck mal hier. Oh. Das war ein bisschen viel. Naja, gut. Mach ich hier eigentlich, Mann? Ach, verdammt. So. Oh, really? Ich gehe hier noch drauf, weil ich so dappig bin. Okay, da brauchen wir diese anderen Brennstoffzellen für. Naja. So, da das Wetter in Wien heute ganz gut ist, werde ich den Sonntagnachmittag mal draußen genießen. Wünsche dir einen schönen Urlaub. Smart Wien, vielen lieben Dank. Viel Spaß an der frischen Luft. Das, also hier ist das Wetter wolkig. Wolkig mit Aussicht auf diverse Sachen. Nein. 10 Gigajoule. Also hier ist das Wetter tatsächlich nicht ganz so. Oh, was mache ich denn hier, Mann? Bin ich eigentlich nicht zu gebrauchen heute? Wir brauchen leere Zellen. Wir müssen uns davon mal ein paar machen. Ich muss vor allem gucken, dass hier immer genug drinne sind. Nicht, dass ich hier einfach rausnehme und dann wäre nicht so gut. So viel schlechter wie in der Schwalm kann es nicht sein.
Ja. Wolken. Halt, ne? Regen jetzt nicht, aber Wolken. Ist ja so, heute Morgen bin ich um kurz nach 7 aufgestanden. Da war draußen Bombenwetter. Da war die Sonne am Schein, kein Wölkchen und 3 Stunden später war alles zugezogen. 10 Gigajoule. Also ich könnte mir denken, dass der neue Reaktor zwar besser ist von der Leistung her, aber auch deutlich deutlich mehr von diesen Treibstoffzellen benötigt. Weißt du, was ich meine? Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar aus dem System rausnehmen, sonst läuft das hier bald nicht mehr. Bei uns war heute Morgen Regen angesagt, echt. Okay, so lassen wir es. Bleibt so, Arschlecken. Okay, jetzt machen wir hier noch die Teile rein. Ja. Dann ist das so. Okay, was haben wir hier? Wir haben persönliche Roboterhangar MK2. Dann haben wir dicke Batterien. Schildgeneratoren. Persönliche Schnellfeuer. Persönliche Laserpunktverteidigung. Nachtsichtgerät, Schießbandimmunität, noch was? Was machen wir noch hier rein? Wir haben noch 2 große Felder. Warte mal, das könnten wir auch so machen. So. Ich würde sagen, wir machen noch 2-mal Roboterhangar rein. Ist, glaube ich, am sinnvollsten. Oh, wir haben hier Schwefel. Wahnsinn. Und Flüssiggas puffern wir. Was ist hier denn los? Jo. Hat sich ja richtig gelohnt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hallo? Kupfer? Was zur Hölle? Okay. Steht hier wieder alles? Nee. Er hat nur kurz gewartet. Hier kommt nichts mehr. Alle. Alle, alle. Ist das hier, das ist unser einziges Kupferfeld hier, ne? Der Scheiß hier unten. Der versorgt hier beide Maschinen. Ach, du ahnst es nicht. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall ein neues Kupferfeld anschließen. Das hier unten wollte ich seinerzeit auch mal anschließen. Dabei ist geblieben. Okay. Oh, oh. Kupfer alle. Immer sieht Nachtsichtgerät. Wo ist der Unterschied? Persönliche Laserpunktverteidigung MK3. Visitplatten. Eins, zwei. Eins, zwei. Kann ich ruhig machen. Leichtbauteile, persönlicher Roboterhangar. Ah,
Ein paar Batterien. Eins. Okay, müsste gehen. Schildgenerator 2, persönlicher Robotanker. Schildgenerator 3. Können wir eigentlich auch ändern, ne? Zweier raus, gucken wir, dass wir dafür eins. Ein paar Stahlplatten. 2, 3. Macht auch Sinn. Sollte vom Strom her auf jeden Fall hinhauen, denke ich. Anime Imperium, hallo. Okay, wir müssen jetzt Kupfer. Warte mal, wir haben doch geforscht Erzförderer. MK3. Hallo. Abbautempo 1 pro Sekunde. Was haben denn die anderen? 0,75, okay. Dann würde ich sagen, stellen wir die jetzt schon mal automatisch her. Weil wir werden die auf jeden Fall benötigen. Machen wir mal. Ein Huni. Tschüss. Okay, forschen. Ah. Bockgewurste, danke für dein Follow. Hallo. Willkommen. Sei gegrüßt. Können wir das forschen? Ja, ne? Anti-Schleim-Virus-Kapsel. Alter, was es hier gibt? Verbesserte Spitzhacke. Abbautempo plus 200%. Verbesserte Chemiefabrik. Fortgeschrittene Automatisierung. Besserter Schmelzofen. Okay. Und Geschwindigkeit plus 60%. Gebühm. Ah, wird alles geforscht. Verbesserte Montagemaschinen kommen auch. So, jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir da hinten Kupfer an den Start bekommen, weil das geht ja gar nicht. Okay, hier ist Stau. Was ist hier los? So, schon ist der Drops gelutscht. So, MK2. Bei denen täuscht das immer so ein bisschen, ob die den richtigen Abstand haben. Irgendwie passt das nicht so ganz. Okay. Warte mal, eigentlich können wir die in die andere Richtung ausladen lassen. Können wir nämlich da direkt an den Kreisverkehr dran gehen mit dem Zug. Dann passt es. Okay, dann machen wir mal hier. Copy-Paste. Okay, wollen wir das hier mit reinnehmen? Wäre nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Erstmal nicht. Wir lassen es erstmal so, würde ich sagen. So. Oh,
Oh, hier stehen noch Lampen, Freunde. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn, dass es die noch gibt. Wer hätte das gedacht? So, warte mal. Hier habe ich ja... Das könnte ich theoretisch... Dürften ja nichts einladen, ne? Nee. Hier kommt einfach viel, viel zu wenig. Das ist leider so. Die Kohle ist auch bald tot. Okay. Einladung. So. Okay. Dinger, der ist hier hingebaut. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir hier. Wir sollten dann, glaube ich, auch mal unser Uran überprüfen, oder? Ob da alles noch in Ordnung ist. So, wir nochmal Upgrade. Haben wir jetzt auch die besseren Knickis? Hatte ich die schon geforscht? Jawohl, hier. Überlegener Greifarm. Die sind schon teuer, ne? Aber auch gut. So. Jetzt müssen wir diesen Zug hier. So, das Ding heißt jetzt Kupfererzabholung, Kupfererz Erarbeitung 1-2, Kupferbase, Kupfer AP. Dann nennen wir das Kupfererz Abholung 1. Okay. Weg mit dem Wald. So, dann können wir den ja hier reinfahren lassen. In Kupfererzverarbeitung 2, richtig? So, also. Kupfererzverarbeitung 2. Leeres Inventar. Und Kupfererz Abholung 1. Volles Inventar. Attacke. Ob der voll ist. Als ob der voll ist. Naja. Das ist halt Ratzeputz, ist das leer hier, ne? Das ist zu wenig. Viel zu wenig. 4,2k. Wir müssten theoretisch auch noch den dritten hier an,
anbauen, ne? Habe ich natürlich hier auch eine Schlange reingebastelt. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh. Da fehlen ein paar Holzkisten. Ich würde ja mal gerne wissen. Ja, die gehen schon ab, ne? Haben ja natürlich ratzfatz alles leer hier. Ratzfatz geht das. Und tschüss. Wo fährt denn der jetzt hin? Ach, der fährt da rum. Ah. Na gut. So, dann können wir theoretisch hier auch die Dinger wechseln, ne? Wanna, du kranker Typ. Du kranker, kranker Typ. 50 Tacken Taschengeld für den Urlaub. Wahnsinn. Davon gehe ich Eis essen. 50 Kugeln. Junge, vielen Dank. Vielen lieben Dank, Wanna. Übertreiber. Gut, Freunde, wir machen Feierabend. Das Ding sollte jetzt erstmal wieder laufen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann geht's weiter. Also bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.